Das hier ist je nach Shop aktuell der günstigste OLED Gaming Monitor, den ihr kaufen könnt und neben dem Gerät von LG der einzige für unter 800 Euro. Mit 27 Zoll Größe, 1440p Auflösung, 240 Hertz sowie G-Sync und FreeSync Unterstützung und nahezu Instant Reaktionszeiten klingt der AOC Argon AG276QZD zumindest auf dem Papier nach dem perfekten Gaming Monitor. Um den Haken zu finden, haben wir schon etwas suchen müssen. In den 4 Jahren, die ich Escape from Tarkov jetzt aktiv spiele, hatte ich noch nie so einen guten Start in den Vibe wie diesmal, also entweder werde ich langsam gut in dem Game oder es hat tatsächlich was mit dem Monitor zu tun. Trotz der Probleme, über die wir dann gleich genauer reden, eines kann man OLED-Monitoren nicht abstreiten. Die haben aufgrund der Tatsache, dass hier jedes Pixel einzeln leuchtet und es keine flächendeckende Hintergrundbeleuchtung gibt, unglaubliche Schwarz- und Kontrastwerte. Gut, das hört man jetzt jeden YouTuber sagen, wenn es ums Thema OLED geht und vergisst dann schnell, was das in der Praxis eigentlich bedeutet. Diese scharfen, präzisen Übergänge zwischen Licht und Schatten und die vielen Abstufungen ins Dunkle hinein bringen wesentlich mehr Details ins Bild. Auf Deutsch heißt das so viel wie, statt verwaschenem Grau seht ihr in dunklen Bereichen deutlich mehr Details, in dem Fall Spieler, die irgendwo herumoxidieren. Und das ist bei weitem nicht der einzige Ingame-Vorteil, den euch so ein OLED-Monitor bietet. Bis jetzt hatten OLEDs allerdings das große Problem, dass sowohl die Nachteile als auch die Vorteile die Preise von weit über 1000 Euro einfach nicht rechtfertigen. Nachdem die Nachfrage nun aber stark steigt und auch immer mehr Geräte neu auf den Markt kommen, werden die Preise zunehmend attraktiver. In der untersten Preisklasse hat der AG276QZD aktuell wenig Konkurrenz und quasi alle dieser Geräte verwenden das gleiche WOLED-Panel von LG. Und genau dieses Panel hat ein paar Nachteile, die die Frage aufdrängen, jetzt einen OLED-Gaming-Monitor kaufen oder auf die vielen anderen Modelle warten, die 2024 noch auf den Markt kommen. Diese verwenden dann hauptsächlich das neue Panel von Samsung, was sie für den Desktop-Betrieb interessanter, aber auch teurer machen dürfte. Das W in WOLED des AG276QZD steht nämlich für weiß. Und das bedeutet, dass wir auf der Subpixel-Ebene hier nicht nur rote, blaue und grüne, also RGB-Subpixel haben, sondern zusätzlich ein W, also weißes Subpixel. Angeordnet sind diese in einem RWBG-Layout, was in der Theorie bessere Helligkeitswerte liefert, aber eben auch die Art und Weise der Bilddarstellung ändert. Das Ergebnis ist dann eine ungenaue und leicht verschwommene Darstellung von feinen Elementen wie Texten, was das Ganze nicht optimal für den Desktop-Betrieb macht. Beim Gaming fällt euch das nicht auf, aber hier im Vergleich die Text- und Icon-Darstellung auf einem LCD-Monitor. Aktuell also eine der zwei größten Schwächen von WOLEDs. Und bevor wir zur zweiten kommen, reden wir kurz noch über die Beschichtung des AG276QZD. Das Display hat nämlich eine matte, entspiegelnde Oberfläche, die ihren Job, Reflexionen und diffuses Licht zu minimieren und gleichzeitig das Schwarz des OLEDs zu erhalten, prinzipiell sehr gut macht. Vor allem in hellen Räumen mit einfallendem Licht von einem Fenster oder Lampen vor oder oberhalb des Monitors ist ein mattes Display prinzipiell immer etwas praktischer. Wer hauptsächlich in dunkler Umgebung zockt, kann auch über ein Glossy Display nachdenken. Da wirkt das Bild dann etwas kräftiger und klarer, der Unterschied ist aber meist eher gering. Unabhängig von der Beschichtung kommt der AG276QZD mit seinem schlanken, schlichten und asymmetrischen Design sehr modern rüber. Vor allem in puncto Ausstattung habe ich allerdings einen Punkt zu bemängeln. Zu den Anschlüssen an der Unterseite des Monitors gehören zwei DisplayPort 1.4 Anschlüsse mit DSC, zwei HDMI 2.0 Anschlüsse und zwar kein USB-C Input, aber ein 2 Anschlüsse USB Hub sowie ein Kopfhörerausgang. Schade finde ich hier vor allem den Einsatz von HDMI 2.0. Das ist ja bekanntlich auf eine maximale Bildwiederholrate von 144 Hertz limitiert. Bei Monitoren mit einer höheren Bildwiederholrate, so wie hier, würde ich euch also immer dringend dazu raten, den DisplayPort-Anschluss zu verwenden. Asymmetrisch ist übrigens auch der Standfuß, der neben einer Kabelschiene auch eine Headset-Halterung bietet, insgesamt solide verarbeitet wirkt und alle möglichen Bewegungen des Monitors unterstützt, ohne dass man Angst um seine Stabilität haben muss. Wer den Monitor aber so wie ich lieber in eine VESA-Tischhalterung hängt, muss zuerst noch die mitgelieferte Platte montieren. Dadurch wirkt das Design zwar nicht mehr ganz so schön und clean, die Rückseite vom Monitor sieht man aber ohnehin nahezu nie. Und viel wichtiger als das Design ist eine gute Performance des Monitors. Und weil ein neues Gerät, vor allem ein OLED-Gaming-Monitor, für die allermeisten von euch eine größere und keine selbstverständliche Anschaffung ist, wollen wir unsere Tests nicht einfach von anderen aus dem Internet kopieren, sondern euch zuverlässig und seriös beraten. Deshalb verwenden wir hier auch ein professionelles Kolorimeter sowie das Open Source Response Tool, um Werte wie Helligkeit, Farbdarstellung, Reaktionszeit oder Input-Lag zuverlässig testen zu können. Und wie zu erwarten ist der AG276QZD tatsächlich ein extrem schneller Monitor, mit Werten, die man von anderen Geräten mit dem gleichen Panel schon kennt. OLEDs erreichen aufgrund ihrer Eigenschaften hier einfach Werte, an die ein LCD-Monitor niemals herankommen kann. Die Reaktionszeiten liegen beispielsweise deutlich unterhalb der 1-Millisekunde-Marke. Außerdem besonders fein, OLED-Paneele ändern ihre Performance auch nicht in niedrigeren Bildwiederholraten im Vergleich zu LCDs. In Kombination mit G-Sync und FreeSync, wo die Bildwiederholrate ja immer mit den Ingame-FPS mitschwankt, ist das schon ein echt großer Vorteil. Und wer auf der Suche nach einem Monitor für seine Konsole ist, um in 1044p und mit 120 Hertz zu zocken, wird OLEDs deshalb auch lieben lernen.
können. Probleme mit Overshoot haben wir hier übrigens auch keine. Der entsteht ja vor allem dann, wenn LCD-Monitore über die Overdrive-Funktion die Spannung an den Flüssigkristallen zu sehr erhöhen, um ihre Reaktionszeiten zu verbessern, was dann im schlimmsten Fall aber zu Inverse Ghosting führt. Das Problem haben wir bei OLED nicht. Außerdem erhöht der Overdrive beim LCD-Monitor normalerweise auch den Input-Lag. Und darüber kann man beim AG276QCD auch absolut nicht meckern. Er zeigt zwar keine Spitzenwerte in der Latenz, aber wer nicht gerade eine sehr ausgeprägte Lag-Sensibilität hat, muss sich hier keine Gedanken machen. Und die Werkseinstellungen darf ich auch noch positiv hervorheben. Er ist in seinen Voreinstellungen bereits sehr gut kalibriert, wenn eventuell auch etwas zu warm und im SDR-Modus leicht übersättigt. Und wer das anpassen möchte, im Menü des Monitors, das über den Steuerknopf an der Rückseite geöffnet und bedient wird, bietet alle wichtigen Einstellungsmöglichkeiten, die ihr von Monitoren gewohnt seid. Von Audio über Farbanpassung bis hin zum Einstellen der dezenten RGB-Beleuchtung an der Rückseite. Und ebenfalls praktisch sind die gaming-spezifischen Features wie der FPS-Counter oder das Fadenkreuz. Wobei letzteres solltet ihr eigentlich nicht verwenden, nicht nur weil es moralisch fragwürdig ist, sondern weil wir hier direkt zum zweiten großen Problem von OLEDs kommen, dem Einbrennen. Wenn statische Elemente, dieses Fadenkreuz oder die Taskleiste wären ganz gute Beispiele, zu lange durchgehend auf dem Bildschirm angezeigt werden, können sie sich dauerhaft in das Display einbrennen. Wer seinen OLED-Monitor jetzt hauptsächlich zum Zocken oder Filme und Serien schauen verwendet, muss sich da weniger Gedanken drüber machen, weil sich das Bild ohnehin dauernd ändert. Problematisch wird's, wenn man den Monitor zum stundenlangen Arbeiten verwenden will, was aufgrund der Textdarstellung aber wie besprochen ohnehin nicht optimal ist. Laut Website von AOC habt ihr beim AG276QCD übrigens 3 Jahre Garantie, die auch Einbrennen mit einschließt, wenn ihr die Wartungen wie angegeben regelmäßig durchführt. Und das heißt unter anderem, das Gerät am besten nicht länger als 4 Stunden am Stück zu verwenden und regelmäßig das Pixel Refreshing durchzuführen. Daran werdet ihr über ein Pop-up auch regelmäßig erinnert, der Monitor ist dann allerdings für ca. 10 Minuten nicht benutzbar. Sehr wohl benutzbar und sogar ziemlich gut ist im Vergleich zu vielen LCD-Geräten die HDR-Funktion. Genau genommen sind OLEDs großartig für HDR geeignet, eben weil hier jedes Pixel einzeln leuchtet. LCD-Monitore arbeiten hier, wenn überhaupt, mit Local Dimming, wo nur einzelne Zonen des Displays abgedunkelt werden können. Wenn dann helle und dunkle Bereiche knapp beieinander liegen, kommt es beim LCD gerne mal zum unschönen Blooming. Und weil ein OLED-Monitor deshalb auch keinen Backlight-Zonen-Algorithmus braucht, erhöht sich beim HDR-Modus auch nicht der Input-Lag. Allerdings, und so fair muss man sein, erreichen OLEDs in HDR meist nicht die gleichen maximalen Helligkeiten, was hier auch auf den AG276QZD zutrifft. Trotz ordentlicher Helligkeitswerte in SDR sinken im HDR-Modus die Werte auf um die 140 Nits im Fullscreen. Kommen wir also zum Fazit und der Frage, soll man sich jetzt einen OLED-Gaming-Monitor kaufen und wenn ja, ist der AG276QZD ein guter Deal. Den Monitor verwende ich nun seit knapp 2 Monaten in meinem Alltag und bin hin und her gerissen. Die verschwommene Textdarstellung stört mich etwas mehr als gedacht, vor allem auch deshalb, weil ich ihn eben schon zum Arbeiten und nicht nur zum Zocken verwende. Da stört es mich persönlich dann auch, wenn ich alle 4 Stunden eine 10-minütige Pause für das Pixel Refreshing einlegen muss. Auf der anderen Seite ist er richtig geil zum Zocken und in keinster Weise mit einem LCD-Monitor vergleichbar. Die Performance-Werte sprechen mit Ausnahme der schwachen HDR-Helligkeit eine absolut positive Sprache. Und die Frage, ob man sich jetzt einen OLED-Monitor kaufen oder lieber auf die neuen Modelle der nächsten Monate warten soll, ist eigentlich auch recht einfach zu beantworten und hängt vor allem von eurem Budget ab. Die kommenden Geräte werden preislich aller Voraussicht nach nämlich nicht in der gleichen Liga mitspielen wie der AG276QZD. Wenn ihr also auf der Suche nach maximaler Qualität seid, vielleicht sogar in Richtung 4K gehen wollt und Geld weniger eine Rolle spielt, wartet lieber noch etwas ab. Wer auf der Suche nach einem preisgünstigen OLED-Gaming-Monitor für unter 800 Euro ist und den vorwiegend zum Zocken verwenden will, egal ob mit Konsole oder am PC, der macht mit dem AG276QZD absolut nichts falsch. Wenn noch Fragen offen sind, schreibt mir sehr gerne einfach in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.